Warum guckst du so? Ich guck zu. Ich kann gar nicht ranzoomen. Ich kann nicht ranzoomen. Schade. Muss die Single sein, dass er ranzoomen soll. Was nimmst du noch auf, Leute? Eigentlich gar nichts bisher. Das ist mein zweites Video jetzt. Ich habe erst nicht was aufgenommen und jetzt hier. Kannst du was aufnehmen? Also Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Alans Kanal. Seht zu, dass ihr liked, kommentiert und abonniert, okay? Ja, wir sind bei Italians gerade in Braunschweig. Eigentlich machen wir keine Werbung, aber heute machen wir es mal. Italien, essen ein bisschen, waren gerade auf dem Spielplatz mit den Kiddies. Ich habe jetzt gar nicht mehr beim Essen aufgenommen, da hat ja Dennis mein kleines Intro gemacht und er macht jetzt hier gerade Terror bei Saturn. Wir brauchen nämlich ein neues Gefrierfach. Unser Gefrierfach ist kaputt. Und er schreit jetzt leider seinen Mitarbeiter vor. Benimm dich mal. Oh, Eis haben wir gerade auch gegessen. Hallo. Wir hätten eine Frage zum Gefrierfach. Okay. Guten Kollegen. Okay. Danke. Jetzt kriegt Dennis seinen Mitarbeiter. Die Frage ist, was macht er da? Oh, die sehen auch richtig cool aus, ey. Voll schön, ne? Die Farbe, ne? Was ist das aber? Kühlschrank? Ja, ich glaube, das ist ein Retro-Kühlschrank. Wir brauchen aber ein Gefrierfach. So. Und wir haben jetzt gerade aktuell so ein ganz normales Gefrierfach, sag ich mal. Hier sowas in der Art haben wir. Der steht nämlich in der zweiten Küche, aber unser Kühlschrank in der Küche hat kein Gefrierfach. Deswegen haben wir separat halt so einstehen. Und ich möchte halt wieder sowas haben. Dennis möchte gerne eine Gefriertruhe. Ja, schreibt in die Kommentare, welches ihr. Aber ganz neutral. Dennis oder ich bin Alan. Nein, ganz neutral. Welches ist besser? So eins, wie Alan euch gezeigt hat, oder so eine schöne Gefriertruhe? Schreibt es in die Kommentare. Ich klingt wie so ein Verkäufer. Wir haben nicht mal Platz dafür. Es passt nicht mal in diese Ecke rein. Sollte nicht reinpassen, aber ich sage nur, ich finde es, weil ich bin damit aufgewachsen. Meine Mutter hat das früher immer. War immer sehr chaotisch bei uns. Aber ich finde das viel geiler. Aha, drinks, boom. Hier musst du irgendwann anfangen, übereinander zu stapeln. Richtig. Ich hasse es. Und dann kannst du so, bam, okay, die drinks. Aber hier musst du jeden Einzelnen erstmal absuchen. Nee. Bist du weißt ganz genau, nicht, wenn du die Ordnung kennst, dann weißt du ganz genau, in welchem Fach du was hast. Wir haben jetzt einen Mitarbeiter gefunden. Der will uns hoffentlich helfen. Wir wissen gar nicht welche. Du gehst da so hin, als wüsstest du schon welche. Wir möchten eine gute Gefriertruhe haben. Okay, ist klar. Die besser oder findest du die andere besser? Die, wie viel Platz drauf geht? Normal. Normal. Okay. Normal. Also das haben wir gerade. Das ist genau die Größe, die wir gerade haben. Reicht völlig aus. Hier oder die? Ach so, nein, die Truhe ist Katastrophe, hast du es gerade gesagt, ne? Ja, hast du es gehört? Danke. Wir brauchen einen neuen Mitarbeiter. Aber sag mal ruhig, warum es Katastrophe ist. Warum eine Truhe-Katastrophe ist? Ja, ich möchte es mal hören. Du musst da drin rumwühlen. Und bam, okay, die Drinks. Genau, wenn irgendwas ganz unten ist, das geht verloren. Ja. Das wird dafür überdeckt durch die Sachen, die oben drauf sind. Habe ich auch gesagt. Und die müsst ihr noch selber abtauen. Ja, wo haben wir denn hier gute... Siehst du, nee, ich habe doch gesagt, in die Kommentare schreiben. Ich will die Kommentare. Du hast doch jetzt gerade vom Fachmann gehört, weshalb das... Respektiere ich. Aber akzeptiere ich nicht. Leider ist abtauen. Es macht keinen Spaß. Ihr habt da irgendwann so eine dicke Eisschicht. Das ist ihm ja egal. Er muss es ja nicht machen, deswegen. Oder taust du dann ab und machst es dann sauber. Dann abtauen, Strom rausnehmen, anleiten. Seht ihr Dennis eigentlich? Ja. Wo ist denn die... Welche empfiehlt ihr? Dennis kriegt keine Gefriertruhe. Ist jetzt traurig? Nee, gar nicht. Nein. Ich bin ein absoluter Teamplayer. Deswegen haben wir auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Team, wenn ihr das seht. Ich gegeben habe, aber so Montag, Dienstag sollte kein Problem sein. Das Montag, Dienstag ist aber schon spät. Montag, Dienstag, was heute? Heute ist Dienstag, Mittwoch. Ach so, so? Ich frage ihn gleich mal. Bestimmt mit dem Aufpreis kommt schneller, aber morgen eh nicht so schnell, oder? Nee. Glaub nicht. Leute, das ist das Armband, was mir Alan geschenkt hat. Zum Geburtstag von mir. Ein Bild bekommen, das ich machen lassen. Ich muss euch mal zeigen, wenn ich zu Hause bin. Und ein Armband. Tiffany & Co. Aber eigentlich geht es mehr darum, was draufsteht. Da stehen nämlich die Namen unserer Kinder drauf. Ja. Und mein Name. Vielen Dank. Stell dir vor, jeder würde jetzt kommen, würde seinen Akku laden. Ja. So, jetzt haben wir unser Tiefkühlfach gekauft. Hier ist unsere Rechnung, die müssen wir jetzt bezahlen. Morgen kann unser lieber Mikey, nimmt hier eine Abkürzung.
Und Mikey holt morgen das tolle neue Gerät ab. Dennis erschreckt schon wieder Amalia. So, nachdem wir unser Tiefkühlfach gekauft haben, sind wir einfach straight nach Hause gefahren. Ja, jetzt werde ich die Kids alle ins Bett legen. Also Amalia habe ich jetzt schon schlafen gelegt. Das war es dann eigentlich heute auch schon. Was haben wir heute sonst noch gemacht? Dennis war beim Training. Während Dennis beim Training war, war ich mit den Kindern auf dem Spielplatz. Und jetzt bin ich echt einfach nur erschöpft und müde. Also seit DWM bin ich also nochmal extra irgendwie erschöpft. Der Kleine zahnt und schläft halt auch überhaupt nicht gut und weckt mich so, weiß ich nicht, um die 5 bis 10 Mal in der Nacht. Ist dann nachts auch immer hier 20 Minuten wach, da 30 Minuten wach, da 2 Stunden wach. Und wie komme ich irgendwie nicht so richtig zur Ruhe nachts? Weiß nicht, jeder, der Kinder hat, kennt ihr das so? Die haben so ihre Lieblingskuscheltiere von Geburt an quasi und die müssen es dann auch immer sein und wenn die nicht da sind, dann geht auch überhaupt gar nichts, dann wird auch nicht, also da geht man dann auch nicht schlafen, da macht man, geht man auch nicht raus. Ganz schlimm, wir haben einmal Junius Esel, das ist ja sein bester Freund, haben wir mal im Flieger verloren und ich musste den dann ganz geschickt ersetzen. Hab den aber nochmal bestellt und habe ihm einfach erzählt, dass sie den zurückgeschickt haben und dass die Fluggesellschaft so nett war und den nochmal gereinigt hat und so. Weil natürlich neu war und anders dann natürlich aussah. Weil so sehen sie halt normalerweise nach der Zeit auch so ein bisschen verbraucht. Oh, Entschuldigung, schreit mich hier schon an. Komme, mein Schatz, sorry. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal mich um die Kinder kümmern, weil Junior ist auf jeden Fall müde. So, vielen, vielen Dank. Wir fliegen jetzt zum Spiel. Erstes Saisonspiel der Löwen. Findet leider nicht in Braunschweig statt. Wir wurden hier gerade von unserem Shuttle-Service abgeholt. Dennis ist auch am Start. Eigentlich wollte ich heute gar nicht mitfliegen. Ich wollte mir mit meiner Schwägerin einen gemütlichen machen mit den Kindern zu Hause, während die Männer unterwegs sind. Aber dann hat Dennis mich überredet. Dann habe ich meine liebe Schwägerin überredet und jetzt ist sie auch am Start. Chi natürlich auch da. Den kennt er ja auch schon. Was geht? Einmal abonnieren, folgen kennt er. Ne? Wir blenden einmal seinen Account auch hier ein. Und wir gehen jetzt hier erstmal zu unserem Flieger und ich nehme euch mal ein bisschen mit. So, hier sind wir am Braunschweiger Flughafen. Unser süßer kleiner Flughafen. Hallo. Hallo. Wo möchtest du sitzen? Wir gehen zusammen sitzen. So, wir machen jetzt hier ein bisschen Werbung für unsere Schuhe. Seht ihr das hier? Genial, ne? Das matcht natürlich perfekt mit dem That's Tough Hoodie. Und das ist bei mir auch der Fall. Jetzt mal drehen. Ich habe auch also die blauen Schuhe. Jetzt haben wir noch die blauen Schuhe. Und dazu den hellblauen Hoodie. Ich glaube, wir haben sogar noch ein paar da. Das heißt, geht gerne auf die Seite. Bestellt euch eure. Zeigt ein bisschen Liebe. So. Vielleicht gibt es was zu essen. Dann nehme ich auch noch mal kurz auf. Angekommen, weiter geht's. Wir müssen nach Tübingen. Ich habe vorhin fälschlicherweise gesagt, es ist das erste Saisonspiel. Das erste Saisonspiel ist am Freitag. Heimspiel. Wir fahren zum Pokalspiel in Tübingen. Muss ich mich jetzt hier einmal noch mal ganz kurz korrigieren. Nach Tübingen, 30 Minuten Fahrt, also. Das ist auch nett. Oh, nice. Ne? Nice. Ja. Ein warmer Tabu mitnehmen sollten. Tabu oder so. Knüffel. So, wir sind jetzt in der Arena. Let's go, Mountain! Halbzeit.
Wir hätten aber auch easy, also easy, ohne zu disrespecten, mit 10 oder 12 easy führen können zur Halbzeit. Easy. Aber das neues Team, junge Mannschaft, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Also, in dem Sinne, liked, kommentiert, abonniert den Kanal. Benimmt euch. Wir haben rumfliegen, rumreisen. Das Schedule brennt, wie wir immer sagen. Deswegen, wir nehmen euch immer mit, deswegen liked das Ganze. Das Ding ist over. Das war ein Sieg auf jeden Fall, ne? So, wir haben jetzt ein bisschen Zeitdruck. Deswegen kann Dennis jetzt nicht so viele Autogramme und so Fotos machen. Er macht jetzt gerade noch ein bisschen, aber er muss sich sputen. Um 22 Uhr müssen wir hier losfahren, denn um 23 Uhr macht der Flughafen zu. Wir müssen, glaube ich, nee, spätestens 22.50 Uhr müssen wir Abflug machen. Sonst dürfen wir nicht mehr nach Hause fliegen heute. Dennis, kannst du unterschreiben? Ja. Gut, MVP! Dennis! Jetzt muss Dennis einschlafen. So, wir sind jetzt gelandet. War Gott sei Dank nur ein ganz kurzer Flug und mussten aber in Hannover landen, weil in Braunschweig der Flughafen schon zugemacht hat, der uns nach Hause fährt beim Fahrservice. Wir haben auch noch den Nils Mittmann, falls man ihn hier sehen kann. Da ist er. Das ist der Geschäftsführer der Braunschweiger Basketball-Löwen genommen. Wir haben gehört, dass die sind ja mit dem Bus gekommen. Die sind von Braunschweig nach Tübingen 9 Stunden gefahren. Diese lange Fahrt hätte ich nicht machen können. Normalerweise fährst du, glaube ich, so um die 5 bis 6 Stunden, glaube ich. Aber aufgrund vom Verkehr gerade aktuell sind es halt um die 9 Stunden. Das ist schwer. Wir wollen ja auch wieder zurück zu unseren Kindern. Dementsprechend sind wir froh, dass wir jetzt hier ganz schnell hin und zurück gekommen sind. Wir versuchen es ja auch wirklich zu vermeiden. Also wir machen das auch wirklich nicht oft. Aber das lag Dennis jetzt sehr am Herzen, hier dabei zu sein. Er war aber heute auch schon bei einem anderen Termin in Braunschweig, der sehr wichtig war. Dementsprechend hat sich das jetzt hier einfach angeboten.